Hallöchen, willkommen zurück. Und wir haben jetzt hier so ein Ding, da wir jetzt das G-Gear haben oder was auch ich. CGS. Nein und ja. Ist eigentlich egal. Und es ist Frühling! Ne, war schon vorher so. Schon so, und jetzt verlassen wir jetzt das Sommer. Sommer! Ach, wie schön. Und was stehen uns heute bevor? Wir fangen ein neues Team-Pokémon, genau. Ich habe ja schon vorher was gesagt, dass wir ein Kampf-Pokémon ins Team holen. Aber zuerst erkunden wir die Stadt. Die Knochen im Museum von Septerna City hat man beim Wendelberg gefunden. Jemand namens Turner hat sie angeblich dem Museum vermacht. Was man so alles Interessantes erfährt, wenn man am PC im Pokémon Center Hilfe aufrufen auswählt. Wow! Man lernt eben nie aus. Ja, schön für dich. Hallo du, Trainer! Kennst du eigentlich einen Pokémon namens Ohrdoch? Das Besondere an ihm ist, dass es aus den sich bewegenden Grasbüschen hervorspringt, die man hin und wieder sieht. Es gibt sogar richtig viel EP, obwohl es eigentlich gar ein ganz liebes Pokémon ist. Stimmt, Ohrdoch gibt so viele Erfahrungspunkte, da hast du schon recht. Da kann man auch super leveln. Und trainieren, ja. Septerna City ist ein echt angenehmes Städtchen. Hier würde ich gern wohnen. Die Stadt besitzt genau das richtige Maß an Schlichtheit, um schon wieder als schick zu gelten. Ja, schön, was ist hier im Gebäude? Überfall! Oh, ist zu, die haben sich schon verbarrikadiert von mir. Überfall! Das ist ein Überfall! Kohle her! Und niemand wird verletzt. Hey du, gib mir dein Geld! Welche Pokémon hast du denn so dabei, Trainer? Nanu, ist doch ein Seppifeu, oder? Wie es sich an dir schmiegt, es muss sich wirklich sehr wohl bei dir fühlen. Yep, und hier ist wieder ein Baumball. Guru! Das gekotzt hat, weil hier ein Abfalleimer in der Nähe ist. Pokémon, die du im Tausch mit anderen Trainern erhalten hast, lassen sich schneller und leichter trainieren. Aber du treibst nicht, sonst gehorchen sie dir nämlich nicht mehr. Es sei denn, du besitzt alle Orden. Das stimmt so. Nein, 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 das im Fernsehen, das ist, das lese ich ungern vor. Du sag doch mal, hast du einen Baumball? Vielleicht willst du deinen Baumball gegen meinen Limlieb tauschen. Ich habe keins, tut mir leid. Tja, da kann man natürlich nichts machen, aber vielleicht änderst du deine Meinung ja noch. Ich bin immer zum Tausch bereit. Das ist dieses Pokémon hier. Das will sie haben. Wir können es auch einfach klauen, so wie Team Rocket. Eine Blondine. Die holen wir uns später erstmal zum Vollquatschen. Zu. Septerna City, eine schicke Stadt für junge Leute. So, hier geht's rein. Oh nein, noch eine Blonde. Ich bin die Möbeldesignerin Rosalie. Ich habe gerade mir fallen keine guten Designs ein. Ich versuche ein wirklich traumhaftes Möbelstück zu entwerfen, aber nichts. Okay, was ist das? Das sind so Statuen. Aha, die findet man in den Arenen oft. Sehr schön. Kühlschrank. Was ist denn alles im Kühlschrank? Bücherregale. Scheiß Schreinerin. Hab mal zwei Praktikums als Schreiner gemacht, die waren total scheiße. Irgendwann begannen ein paar inspirierende junge Hüpfer, die herumgekommene Kleiderfabrik und die dazugehörigen Lagerhallen als Ateliers zu verwenden. Und so war Septerna City auch bekannt als die Stadt der Künste geworden. Eieiei. Die Gebäude sehen irgendwie einseitig aus, findet ihr nicht? Naja, da fand ich Gravinen noch schöner. Ich bin Poet. Gedicht, es ist mein Leben, Leidenschaft. Das hast du ja sicher fast gedacht. Täglich grüle ich über neue Zeilen. Ewig könnte ich so verweilen. Doch etwas lässt mir keine Ruhe. Träume Pokémon nicht wie ich und du. Ach ja, wird man es je erfahren. Oh mein Gott. Pokémon sind nicht gleich Pokémon. Sie unterscheiden sich nämlich oft von ihren Wesen. Ja, schön. Also hier wird uns das Grundgelegene erklärt. Hey, ein Gitarrist. Ein Tag ohne Gitarre zu spielen ist ein verlorener Tag. Dasselbe gilt aber auch für Pokémon-Kämpfe. Beide steht also täglich bei mir auf dem Programm. Ich komme hoch. Ist hier vielleicht ein... Ja, hier geht's sogar rein. Achso. Hier sind wir. Hier sind wir drin, okay. Gibt's vielleicht versteckte Items hier hinten? Vielleicht? Nee. Schade.
Hier gehen wir später rein in das Gebäude. Da, 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 da. Okay, jetzt hätten wir alle Gebäude, glaube ich, soweit erforscht. Café Lagerhaus. Leckeres Mittwochsmenü. Heute ist Mittwoch, was für ein Zufall. Gehen wir mal rein. Herzlich willkommen im Café Lagerhaus. Hier wird rustikaler Charme noch großgeschrieben. Mittwochs gibt es hier unser Sonnenangebot. Hier, das ist unser hauseigener Sprudel. Das zieht ohne frisch, das musst du unbedingt mal probieren. Geil, ein Sprudel. Haben wir ein Glück, dass heute Mittwoch ist. Wie streitest du mit deinem Pokémon per drahtloser DS-Datenübertragung einen Kampf ermöglicht dir der Wunderwerf ist, der Einsatz von Items. Habe ich schon mal online gespielt, das ist ja wie Items, sonst normal Items. Man muss halt, in jeder Runde kriegt man so einen Zähler und dann kann man die ausgeben für ein neues Item. Genau, ich weiß. Der Wunderwerfer lädt sich im Kampf Stück für Stück auf und ermöglicht den Einsatz diverser Items. Ja, das, was ich gerade erzählt habe. Die drei Erinnerte von Orion City werden bei jeder Teegesellschaft gern gesehene Gäste. Wenn ich selbst Pokémon vom Typ Pflanze ein, er weiß also über Teeblätter Bescheid. Colin kämpft mit Wasser-Pokémon, er hat das beste Teewasser parat. Mike ist Herr der Feuer und Flammen, er brüht den Tee also optimal auf. So sorgen sie für eine... Kennst du schon die Kampfbox? Das ist eine überaus praktische Funktion, auf die du über deinem PC im Pokémon Center zugreifen kannst. Ich weiß nicht, was das mit dieser Kampfbox auf sich hat, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Haha, jede Woche Mittwochs gibt es bei uns ein Spezialangebot. Ja, das weiß ich schon längst. Wenn es schmeckt und der Servierer stimmen kann, kann auch ein rustikalisches Café begeistern. Und hier gibt es auch noch ein Gebäude, oder? Ne, ist zu. Ist wieder so ein Dekorationsgebäude. Ist hier vielleicht ein verstecktes Item unterm Tisch? Hier kann ich mich nicht draufsetzen. Ich will was essen, aber ich kann mich nicht auf dem Stuhl hocken. Was? Sie können sich nicht auf dem Stuhl hocken? Soll ich Ihnen eine Größe beschaffen? Nein, es geht nicht. Warum nicht? Weil das ein Spiel ist. Da wird nichts verändert. Oh, das hat man hacken. Und hier können wir nicht lang, obwohl es Gleise sind. Warum kann man nicht einfach auf die Gleise latschen? Naja, egal. Gut, die Stadt hätten wir erkundet, außer dieses Gebäude, aber das ist die Arena, die werden wir später unter Lupe nehmen. So, gehen wir mal hier lang. Ewigen Wald. Nein! Scheiße. Ich bin jetzt Skype. Ich weiß ganz genau, dass ich Let's Plays mache, der will mich nur ärgern. Warte mal kurz, ich pausiere mal schnell. So, hier bin ich wieder. Dieser scheiß Balzor. Bleibst du auf dem Pfad, geht's dir ganz fix. Biegst du falsch ab, gerätst du in ein natürliches Labyrinth. Findest du den Weg durch den ewigen Wald? Ja. In diese Richtung, ewigen Wald. Hast du auch genügend Gegengift dabei? Och, komm. Diese Meldungen. Biegst du weiter in den ewigen Wald oder zum Trainingsfelsen? Naja, wenn du nicht stark genug bist, könnte beides eine Sackgasse sein. Ja, und wir haben die besiegen halt wie unsere Pokémon. Eine Pflegerin, Kapli. Somnium! Dieses Einigler-Pokémon. Ja, wir wollten Serpifeu entwickeln, deswegen habe ich es an erster Stelle getan, genau, das weiß ich noch. So, Grasmixer. Mixen wir erstmal dieses Somnium schön gut durch. Zieht nicht so viel ab. Ich erhöhe mal den Angriff, vielleicht klappt es dann. Ein Psystrahl, oh mein Gott. Naja. Ach komm, Verwirrung! Bitte, 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 bitte! Aber egal, weiter Angriff erhöhen, obwohl es verwirrt ist, ist mir egal. Was begrenze? Welche Attacken werden denn versiegelt? Naja, egal. Haben wir jetzt irgendwas zu heulen? Ich habe jetzt Angst, dass er sich selbst verlässt. Es würde uns selber immensen Schaden zufügen. Nein, ist ja egal, ich greife jetzt einfach mal an. Tolles. Ja, geil, haben wir ein Glück. So, zack. Ein Angriff noch und... Du langweilst mich, deswegen... Und er ist auch so ganz langweilig. Gelangweilt. Oder sie. So, tschüss. Bäm! In den Arsch gefallen. Okay. Das war was, du bist ja richtig stark. Natürlich, natürlich. Was hast du denn erwartet? Du bist richtig stark. Dann werde ich mal jetzt dafür sorgen, dass dein Pokémon-Team geheilt wird.
Wir haben gerade erst einen Kampf bestritten und sie heilt unsere Pokémon. In der Nähe des ewigen Waldes gibt es viele verschiedene Pokémon mit Attacken, die einen vergiften oder paralysieren. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann sprich mich einfach an. Ja, sie gibt es auch im Spiel laute Träne, die eure Pokémon heilen. Und hier ist ein Item, wir können es zwar nicht sehen, aber merken, weil wir hier nicht weiter gehen konnten gerade. So. Ach, ich habe echt einen Dussel, oder? Ich habe echt Dussel, dass ich da einen Dusselgurs finde. Naja, okay. Ist ein Training für unser Elis Seba. Was? Achso, Volltreffer. Ich denke mir, warte, fuck, hilft dir Schaden. Naja, so, zack. Heute gibt's gebratenen Vogel. Hab ich noch nie gegessen. Ich weiß mal, kann man Vogel essen? Ja, bestimmt, ne? Es gibt bestimmt einige Leute, die Vögel essen. Ah, ich weiß auch nicht. Ja doch, Gorkel ist ein Vogel, ne? Aber ich rede jetzt von ganz normalen Vögeln, die man draußen findet. Naja. Noch ein Dusselgur. Elis Seba. Wir kommen jetzt auf Elis Seba. Elis Seba entwickelt sich mit 30, glaube ich, oder 29. Ich weiß nicht genau. Schockwelle. Und tschüss mal! Ah, schade. Druck, das passiert ruckzuck. Ah, es hat überlebt. Nein! Oh, hat auch überlebt, obwohl es ein Volltreffer war. So, bam! Und tschüss! Wir sehen uns irgendwann, oder auch nicht, oder was weiß ich. Wow! Oh. Ich habe Angst! Hilfe, nein! Hey, du Trainer! Zeigst du mir dein Pokémon-Team? Ach, ich gucke es mir einfach jetzt mal an. Nein! Nicht! Ich habe solche Angst! Oh nein! Sie wird mich töten! Mit ihrem was hat sie? Ein Wagenbau! Oh mein Gott! Ich habe Angst! Ein neues Pokémon? Das ist ein Pflanze. Pflanzen-Pokémon. Ist recht gut, kann man sich... Wobei, ich glaube, das wechsle ich, glaube ich, mit einem anderen Pokémon. Ah, ich weiß nicht, wie das ist, was für Werte das hat. Ah ja, das wird so... irgend so ein Flug-Pokémon wird. So Flug-Pflanze, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man sich ins Team reintun kann, aber es kann auch Kahn-Spät. Das ist ganz gut. Ich weiß nicht, kann man sich ins Team reintun. Finde ich aber nicht so besonders stark. Und Tackle! Oh mein Gott, Megasaurer! Oder was ein Absorber, egal. Ich glaube, das war Megasaurer. Hab grad nicht hingesehen, wisst ihr? Und tschüss! Level 17 für Serpifeu! Lilmimnip! Ah ja, das ist das gute Pokémon. Das ist ein gutes Pflanzen-Pokémon, was das kommt. Kann gute Attacken, habe ich im Wiki gesehen. Kann man sich ins Team reintun. Du bringst meinen Seppi voll nicht zum Einschläfern, weil es paralysiert ist. Denk doch mal nach. Egelsamen funktioniert bei Pflanzen-Pokémon nicht. Meine Fresse. Lauter Noobs hier. Wow, das war klasse. Ich wusste gar nicht, dass man Pokémon auch so trainieren kann. Was entwickelt sich? Oh, geil. Meine Damen und Herren, Seppi voll entwickelt sich. Serpifeu entwickelt sich zu Efeu Serp. Yeah! Gut, jetzt können wir ja die Position wieder verändern. Efeu Serp. Ja, ist sehr schnell. Okay, ja, ich tue mal Elisseba wieder an erste Stelle. Und heil mal schnell. Nein, ich wollte heilen! Hey, du Trainer! Möchtest du mal mein Pokémon sehen? Ach ja, ich zeig's dir jetzt einfach. Ich glaube, da sollte man Doppelkampf provozieren, kann es sein?
Naja, ist wurscht. Kiesling. Level 14. Kennen wir ja aus der Grundwassersenke. Schockwelle. Ah, was? Das ist genau der Grund, warum ich mein Pokémon heilen wollte. Naja, es kommt Sodamak, aka Affe und Aquaknarre. Tschüss. Und Level 15, lernst du eine neue Attacke? Siegelwasser wäre schön. Schade. Okay, jetzt heilen wir aber unsere Pokémon wirklich, so. Sehr schön. Und hier ist das Item, was wir vorhin in Septerna City gesehen haben. Es war ein Superball. Hier geht's weiter nach unten. Hier kann man sich Dinge fangen, wie heißen die? Ja genau, die Sharkwap. Werden zu einem starken Wasser-Pokémon namens Branawatz. Und hier kann man sein Elisseber trainieren, falls man eins hat, so wie ich. Sharkwelle! Und auf Wiedersehen! So, hier ist noch ein Trainer. Ein Teenager, wird es sein. Alles klar, ich bin zu allem entschlossen. Lass uns mit dem Kampf beginnen. Schallquap. Ja, er hat Schallquap. Er hat, glaube ich, drei Schallquaps, glaube ich einmal. Schockwelle. Das wird ein Schock für dein Leben. Bam. Was? Dieser kleine Sperma hat mein Ding überlebt. Naja, soll mal recht sein. Ruckzuck hieb. So, tschüss. Ja, sag ich ja, drei Schallquaps. Das ist Numero 2. Wieder Schockwelle. Boah! Heuler. Ach, wie süß. Naja. Der Balzer hat vorhin versucht, mit Absicht zu stören. Er ist auch vorhin in mein Zimmer gerannt. Und hat versucht reingesprochen, da wo sich unser Serpi vorentwickelt hat. Werdet ihr wahrscheinlich einen Katz bemerkt haben. Und und dann noch mit dem Skype, das war volle Absicht. Ich weiß nicht, warum er mich stört. Er hat das Display abgebrochen, jetzt stört er uns bei dem Display. Das ist echt nicht schön, was er da so treibt. Naja. Schockwelle! Bam! Und tschüss! Puh, jetzt verlässt mich mein Kampfgeist. Oh mein Gott, was ist das? Schallquap! Können wir besiegen? Besiegen ist nie falsch, oder in dem Fall trainieren. Schockwelle! Und was ist es? Ein Gegengift. Hilft gegen Gift, hahaha. Oh mein Gott, das ist dunkles Gras, ne? Ja, schon wieder. Also die Pokémon, die hier auftauchen, sind alle irgendwie schwach gegen Elektro-Pokémon. Schockwelle, ach ja, wir sollten uns einen Scheiß verfangen. Wir wollen ja versuchen, jede Menge Pokémon zu fangen und das vergesse ich immer. Und tschüss. Na, jetzt auch. Ein Supertrank, das ist ja echt super. Oh mein Gott, zwei Pokémon greifen an. Zwei Dusselgur. Ich habe echt Dusel, dass es nur Dusselgur sind. Level 15 und Level 14. Ihr seht, das Level ist höher als die anderen wilden Pokémon. Schockwelle. Ja, ich gehe jetzt auf 1 los. Und zwar Schockwelle auf Dusselgur und Tackle auf einen Dusselgur. Also auf das gleiche Dusselgur, würde ich damit sagen.
Ungefähr so, ja. Also würde ich sagen, hey, ich gehe auf Dusselgur. Und tschüss, es ist noch einer da. Eine Taube, ein taubes Nüsschen. Keine neue Attacke, macht nichts. Die nächste Attacke, wo Elisabeth lernen müsste, ist Nitroladung, ist eine Feuerattacke. Und ich wundere mich, warum es eine Feuerattacke kann, aber gut. So, Tackle und Schockwelle. Oh Mann, wir haben schon 20 Minuten, dabei wollte ich noch schnell einen Pokémon fangen. Ich glaube, ich werde überziehen müssen. Ne, die Starterkundung hat ewig gebraucht und jetzt Schallquap. Auch ewig, bis dieses Pokémon auftaucht, das ich haben will, dieses Kampf-Pokémon. Bis jetzt immer noch keins begegnet. Ich hoffentlich überlebt Schallquap die Schockwelle von Illusilba. Yeah! Einen Kanon! Ach, wie schön. Was? Was für Schaden? Oh, Mann. So, jetzt schmeiß ich mal einen... der Premierball, warum nicht? Die große Premiere heute Abend. Schallquap wird von uns nicht gefangen. Schade. Was? Blubstrahl? Oh mein Gott. Das ist ein Kill, glaube ich, ja. Schade. Okay, dann tun wir ein bisschen unsere Pflanze düngen lassen oder bewässern lassen. Superball, was? Wir haben 7 Superbälle, oha. Eins, zwei, drei. Scheiße! Ach komm! Haben wir eine Attacke, die dem Gegner eine Statuswendung gibt? Ich schau mal nach. Haben wir eine Attacke? Ja, wir haben Donnerwelle von uns Elisabeth, aber das ist leider schon tot, naja. Ah, wartet, ich glaube, wir haben einen Beleber. Ich schau mal schnell nach. Beleber? Was, wir haben keinen Beleber? Schade, okay. Dann schmeißt eben noch einen Ball. Jetzt aber... Eins, zwei, drei... Gotcha! Okay. Schallquap, Kaulquappe, Größe... 50 cm Gewicht, 4,5 Kilo. Bei Gefahr alarmiert des Artgenossen durch ein schrillendes Warnsignal, das es mit seinen Wangen erzeugt. Ich weiß auch einen Namen. Ich nenne ihn... S... Ich sag den Namen nicht, ich buchstabiere ihn euch nur. S-P-E... R-M... Wobei, ich kann irgendwie abkürzen, weil ich... S. E-Punkt. Scheiße. E-Punkt. R-Punkt. M-Punkt. Ups, nicht N, sondern M. Punkt, okay. Sperren. Na, scheiße, wollte ich eigentlich nicht sagen. S-P-E-R-M ist die Abkürzung für Super. Super. Super elegantes. Ach, egal. Ich muss mich dazu nicht äußern. Ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen gegen einen Dusselgur mit meinem Ifo-Serb. Ich will, dass dieses Pokémon auftaucht. Ich glaube, ich speed jetzt ein bisschen, bis dieses Pokémon auftaucht. So. Oder tauchen die nur tags oder nachts auf? Er kommt ja auch manchmal vor, ne? Ach, verdammt. Ich mache kurz Pause und schon nach, wann dieses Pokémon auftaucht. Bis dann, servus. Okay, ich habe im Wiki nachgeschaut. Es taucht auf, aber wir müssen halt geduldig sein. Es taucht hier in diesem Gras auf und ich habe ja gerade solche Haribo-Dinger. Die lege ich mal zur Seite, die ich kaufen sind momentan nicht gebrauchen. Und nicht eben speeden, ist ja egal. Nein, das ist nicht, aber... es ist ein Kampf-Pokémon, aber nicht das, was ich haben will. Aber wir können es ja fangen. Ach, scheiße, Geduld. Hab Geduld. Erhöhen wir einfach mal unseren Angriff.
Angriff erhöhen. Autsch. Ach scheiße, das hätten wir es glaube ich killen. Ich versuch's mal mit einem Tackle und bete, dass es nicht überlebt. Dass es überlebt. Oh nein, das kommt Geduld. Einmal geht noch. Einmal geht noch. Na, jetzt aber. So, das ist mir echt ein Klotz im am Bein. Haha. Bäm. Bäm. Einmal. Was? Oh Mann, ich dachte, es wäre schon sicher drin. Ach, scheiße. Na gut, jetzt haben wir nur noch unseren Affen. Ich schmeiß mal noch einen Superball. Wir haben ja Unmengen davon und irgendwann wird einer davon Klick machen. Hallo, was hat denn das für eine Fangrate? Wir brauchen auch noch Pokémon für diese, Pokébälle für diese Pokémon, das ich fangen will. Einmal, zweimal, dreimal und? Nein, so geht's doch. Oh, Spitzname, boah. Partybike, Muskel, Größe 60 cm, Gewicht 12,5 Kilo. Greift Gegner mit einem Holzbalken an. Fällt es ihm leicht, den schweren Balken zu tragen? Ist seine Entwicklung nahe? Oh Mann, Spitzname. Boah, ich nenne den. Praktibike. Ich nenne Praktikum. Hey. Prak. Praktikum. Habe ich immer gehasst in der Schule. So. Nein, kein Schallquap. Weg damit. Es lässt mich nicht fliehen, oder was? Ja. Lass mich fliehen, du Arsch! Oh man. Ich glaube, wir sollten mal unsere Pokémon heilen. Wo ist denn die? Wo ist die? Hallo, wo bist du? Nein! Du Slugur. Nicht Mucki! Flucht, das lässt mich nicht fliehen. Lass mich fliehen, du Wichser! Ja, schön. Ah, neue Musik, wenn, ja, es ist eine neue Musik, ne? Wenn die KP im roten Bereich sind, kommt eine neue Musik. Das ist neu ab dieser Generation. Finde ich besser, ist immer dieses Ach, endlich. So. Gut, dass die da ist. Sparen wir uns einen Weg. Praktibike, Praktibike. Wir können weiter die Route entlang gehen. Irgendwann wird es ja schon auftauchen. Nerv nicht mit deiner Geduld. Du bringst meine Geduld echt zum Kochen. So, noch einmal. Einmal geht noch. Sei ständig. Und dann kommt ein Angriff mit Geduld. Jetzt noch ein schneller Lockzuckieb. Und tschüss. Jeder mit Praktikum. Oder Praktibike. Ja, dann latschen wir einfach mal da entlang. Ist ja egal, irgendwann wird das Pokémon schon auftauchen. Du bist ein Gehör. Elusiver. Irgendwie wollte ich jetzt nicht so viel speeden. Na egal, ich mach den Pass so lange, bis wir die Arena da drin geschafft haben. Ah ja, hier ist es! Cardonis! Unser neues Team-Pokémon! Es ist ein gutes Pokémon, weil es hat die Fähigkeit Robustheit, kann nicht gewonnen werden. Und es hat einen guten Angriff. Und ja, kann gute Attacken, also deswegen würde ich es ins Team reintun. Und zuerst musst du das schwächen.
So, ich werde jetzt dann Donnerwelle verwenden, um Cardonis, oder Caradonis heißt es, okay. So, Stabsveränderung. Wir wirken, dass das Pokémon leichter zum Fangen sind. Oder zum Fang ist, sagen wir so. So, Wachstum. Ich habe Angst, dass es jetzt gewonnen-hittet wird. Hat zwar in Geduld gespeichert, aber es ist mir egal. Donnerwelle. Paralysiert. So, und jetzt fangen wir an mit dem Bälle schmeißen. So, Superball. Drückt mir die Daumen. Okay. Autsch. Ich freue mich sehr, pass auf die Schnauze bekommen. Egal, jetzt springe ich mein schwächeres Pokémon zum Einsatz, nämlich unser taubes Nüsschen. Und ich schmeiß einfach einen Mammelnball. Alter, so schwer kann es doch nicht sein, das zu fangen. Oder ist es echt so stark, oder so selten zu fangen oder so. Boah, ihr seht, wie das reinhaut, das Pokémon. Heilball. Jetzt aber. Einmal? Ah! Scheiße! Affe! Okay, einfach nochmal. Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, dieses Pokémon zu fangen. Ich versuche es mal mit dem Ruckzuck-Keep. Wenn es hier killt wird, ist es mein Problem. Also geht ja gar nicht, ne? Kann ja nur einmal in der Runde den Ball schmeißen, na gut, dann eben Kraftschub. Überleb! Oh, sehr schön. Und Superball, oder in dem Fall wieder ein Heilball. Superbälle haben wir jetzt keine mehr. Alter, so schwer ist es doch nicht. Das Pokémon ist nicht schwer zu fangen. Ja toll, jetzt kommt unser Bärin-Einsatz. Boah! Pokéball! Wir haben 15 Pokébälle. Ja? Autsch! Irgendwann macht es uns fertig, wenn wir es nicht gleich einfangen. Ich kann es vielleicht ein bisschen schwächen mit Mucki. So. Und Kraftruf wieder. Überleb. Gut. Oh. Er tretet ein Hamster mit seinen Füßen. Naja. Affe ist schon im Kampf, okay. Los, Gary. Ja. Pokéball. Ich glaube, das wird uns killen. Entweder fangen wir es oder wir killen es. Oder es killt uns. Alter! Es ist doch gar nicht so schwer zu fangen. Hat eine Statusveränderung und es ist geschwächt. Besser kann man das doch nicht schwächen. Jetzt aber. Ja. Ja. Yes. Caradonis. Ich habe einen Spitznamen. Caradonis. Karate. Größe 1,04 Meter. Gewicht 51 Kilogramm am Fuß von Bergen, wo Caradonis trainiert. Ertönt das Echo von Fäusten, die gegen Felsen und Bäume schlagen. Ich habe einen Spitznamen. es war kein besonders. Ja, da ich in letzter Zeit sau viel Dragon Ball gesehen habe, nenne ich es Son Goku.
S O G O Q. So. Son Goku wurde auf. Okay, jetzt müssen wir unsere Pokémon schnell heilen. Schnell durchs Gras rennen. Nein! Na gut, das ist nur ein Schallquapp. Gary! Ich will nicht Gary in den Kampf schicken. Ach, egal. Spaß ist halber mal. So, tschüss, Gary. Und Flucht. Was? Ah. Jetzt denkt, wir haben nur Luschen im Team. Deswegen will sie uns einfach fliehen lassen. So, unser letztes Pokémon, was wir noch haben. Affe. Und tschüss. Jetzt müssen wir schnell aus dieser Route raus. Na gut, dann ist heute eben XXL Pokémon Schwarzpart, ist ja egal. Okay. Nein, ich will nicht. Nein! Ich hab mich versprochen. Ich meine. Ich hab, ja, versprochen habe ich mich jetzt eh schon. Ich hab vergessen, ich wollte irgendeine ansprechen, sagen wir es so. Septerna City. Ach so, unsere Pokémon sind schon kalt. Okay, dann gehen wir direkt in die Arena. Aber zuvor will ich noch speichern. Okay. Ach warte, wir müssen ja noch Son Goku mitnehmen. So, wo ist es denn? Hier ist unser Flecknoll. Was, wir haben einen Flecknoll? Achso, ja. Ach, stimmt, da wir nicht benannt, ne? Ja gut, hier ist Son Goku. Legen wir mal unseren Hamster ab, unser Mucki. Okay. Und wir gehen in die Arena. Das ist nicht die Arena, oder? Nee, die Arena ist hier. Das ist das Museum. Pokémon Arena von Septerna City. Leiterin, hallo. Hallo. Mutti macht sie alle. Oh! Oh nein! Mein Anliegen ist es, Dinge zu sehen, die anderen Leute verborgen bleiben. Ich möchte die Wünsche der Pokémon in ihren Pokébällen sehen. Ich will den wahren Sinn des Pokémon-Daseins erkennen. Und ich will eine Zukunft sehen, in der die Pokémon glücklich und zufrieden sind. Diesen Wunsch teilst du mir doch sicher, oder? Nein. Von dir hätte ich mir eigentlich eine andere Antwort erhofft. Erlaube mir und deinen Freunden, dich zu prüfen und dir einen Einblick in eine solche Zukunft zu ermöglichen. Och, er will kämpfen! N! Jetzt hört ihr zum ersten Mal die Musik im zweiten Part, da habt ihr das ja nicht hören können, weil mein Sound aus war. So, hier ist wieder N. Und er hat ein Doodle-Girl, er setzt die Pokémon ein, die wir in dieser Route gesehen haben. Schockwelle! Boom. Und tschüss! Meine Lieblingsmusik! Gegen so, Schockwelle! Meine Lieblingsmusik! Gegen N! Meine Lieblingsmusik! Gegen N! Meine Lieblingsmusik gegen N. Meine Lieblingsmusik. Okay, ich höre schon auf. Ist ein bisschen einseitig. So, Schockwelle! Unser LSD macht ihn fertig. Tschüss, pack die Bike. Und Level 17. Und das war schon. Noch kann ich die Zukunft nicht sehen. Die Welt morgen bleibt ungewiss. Mit den Freunden, die mir im Moment umgeben, könnte ich niemals alle Pokémon in die Freiheit führen. Noch komme ich nicht in die Formel, mit der sich das Los der Welt verändern ließe. Was ich brauche, ist Macht. Eine Macht, mit der ich die ganze Welt auf meine Seite bringen kann. Der redet ganz schön böses Zeug. Und ich weiß auch schon genau, wer diese Macht für mich bereithält. Zekrom, das legendäre Pokémon.
das einst zusammen mit dem Helden die Einherregion gründete. Ich selbst werde zum Helden aufsteigen und wir beide werden Freunde sein. Seachrom ist das legendäre Pokémon aus der weißen Edition, das man in der weißen fangen kann. Oder am besten mal noch safen. Wir betreten die Arena. Oder gesagt, das Museum. Willkommen im Museum von Septerna City. Zur Arena, zur Pokémon Arena kommt man über die Treppe hinter im Museum. Ich beschäftige mich hier mit der Erforschung von Pokémon-Fossilien. Solltest du in den Besitz eines Fossils gelangen, dann komm doch damit zu mir. Okay, falls wir ein Fossil haben, da abgeben. Unglaublich. Ein Blick in dieses Skelett genügt und ich bin hin und weg. Guten Tag, ich bin Baldo, der stellvertretende Direktor hier. Wollen wir die Gelegenheit vielleicht für eine kleine Führung nutzen? Nein! Da wäre zum Beispiel dieses Skelett hier. Es stammt von einem Drachen-Pokémon. Als es am Himmel seine Kreise zog und die Welt bereiste, muss es wohl irgendwann ein Unglück ereilt haben. Und so ist es dann über die Zeit zu einem Fossil geworden. Dieser Stein ist einfach die Wucht. Das ist nämlich ein Meteoroid. Er trägt sicher irgendeine Energie aus dem Weltraum in sich. Das hier ist einfach nur ein gewöhnlicher alter Stein. Auch wenn er irgendwo in einer Wüste gefunden wurde, ist und bleibt er einfach nur alt und wohl auch wertlos. Wir stellen ihn nur deshalb aus, weil er so wunderschön ist. Bam! Das ist die Pokémon Arena! Im hintersten Winkel dieser Arena warten die ebenso starke wie lebenswürdige Arenaleiterin. Und falls du es noch nicht wusstest, es handelt sich um meine Frau, Alo. Oh, ist also sein Mann, okay. Die hitzige Arenaleiterin widmet sich der Erforschung ihrer Fossilien und Pokémon-Knochen. Wer weiß, es könnte durchaus sein, dass auch Pokémon aus dem All bei uns leben, die quasi Huckepack auf deinen Meteoriten gekommen sind. Ich glaube, der meint viel Pipis. Ein Meteorit, das mit einem Virus aus dem All infiziert war. Ein runder Stein aus alten Zeiten, der unter Wüstensand verborgen lag. Die versteinerten Überreste eines Pokémon, dessen Körper durch einen robusten Panzer geschützt wurde. Die fossilen Überreste eines Pokémon, das einst seine Kreise am Himmel zog. Die Knochen, den ein bestimmtes Pokémon als Waffe bei sich getragen hatte. Das war Knocker, glaube ich. So viele seltene Dinge aus einem Ort zusammengerissen aus aller Welt. Ein Museum ist eben eine Ansammlung von Objekten, die die Herzen der Menschen höher schlagen lassen. Was ist das? Eine Maske, die von den Menschen früher auf Festen getragen wurden. Eine Steintafel, deren Inschrift noch nicht entziffert wurde. Okay. Gut, das ist eine Normalarena, deswegen lasse ich Son Goku an erste Stelle. AKA Kadonis. Und wir betreten die Arena. Hinter dem Museum wartet die Pokémon-Arena auf diejenigen, die sich ihren Herausforderungen stellen wollen. Ich sage dir, man wird dort ganz ehrfürchtig. In diesem Sinne, vielleicht kannst du ja hiermit was anfangen. Kevin erhält Tafelwasser. In dieser Arena sind ausschließlich Trainer vom Pokémon-Typ normal. Jetzt mal ganz unter uns. Diese Arena ist wohl ziemlich anfällig gegen Kampf-Pokémon. Rund um den ewigen Wald tauchen diese Kampf-Pokémon immer mal auf. So, und jetzt gebe ich dir noch Wissenswertes über die Arena auf dem Weg. Hier in unserer Pokémon-Arena kommst du voran, indem du die in manchen Büchern versteckten Rätsel löst. Übrigens, das erste Buch in dieser Reihe trägt den Titel Gestoppten Pokémon. Wenn du mal nicht weißt, wo ein bestimmtes Buch zu finden ist, dann frag einfach warum. Alles klar. Ich will doch erst in die Bücherei. Jetzt sind wir in der Bücherei. Die Leute nennen mich ein Bücherwurm, weil ich immer in der Arena von Septerna City rumhänge.
Aber ich warne dich, ich bin stark. Mein Alltag besteht aus dem Lesen von Büchern und dem Training meiner Pokémon. Wer braucht Bücher? Ich habe Internet. Internet! So, zeig mir deinen... Ich glaube, der hat wieder... Was? Ich dachte, der setzt das Ding ein, Yorklef, aber Nabil hat sich gedacht. Och, das kennen wir ja. Pass auf, Son Goku. Benutze deinen Doppelkick. Ach, eher schneller. Was schützt sich denn? Achso, das war Scanner. Ich dachte, das war Silberblick. Naja. Und tschüss. Wir haben diesen Hamster zertreten. Er mag so ein Wischewurm sein, aber ein Käfer. Ach, scheiße. Oh, die sind jetzt über solche Bücher. Wir müssen jetzt das richtige Buch finden. Interessant. Ah, ich lese gerade etwas über die Konstruktionsweise von Lokomotiven. Wenn du mal einen Blick in das Buch werfen willst, sag Bescheid. Ich war noch nie in einer Bücherei, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch einmal war ich mit der Schule, aber sonst war ich noch nie in einer Bücherei. Buch, sag bloß, du suchst ein Buch. Lass mal überlegen. Ich glaube, die Stadt und Pokémon sollte in einem Regal in der Nähe des Eingangs stehen. Also eins von den zwei, ne? Ein Regal voller Kinderbücher, gestatten Pokémon. Möchtest du das Buch kurz überfliegen? Ja. Ein Märchen, das von einem Jungen handelt, der zum ersten Mal in seinem Leben einem Pokémon begegnet. Sein Begleiter war fortan ein kleines braunes Pokémon. Im Buch liegt ein Zettel mit einer Nachricht zwischen den Seiten. Liebe Pokémon-Trainer, hier schreibt Arenaleiterin Aloe. Ich habe hier in der Bibliothek 4 Zettel mit kleinen Rätseln versteckt. Wem es gelingt, diese Rätsel zu lösen, dem werden sie letzten Endes direkt zu mir führen. Hier ist der Anfang für das erste Rätsel. Was war das erste Pokémon, dem du hier in der Arena begegnet bist? Ein kleiner Tipp, das Buch mit der Lösung steht im Regal in der mittleren Reihe. Das war Nagelos, ne? Das war von der hier. Hallo Trainer, du scheinst ja gleich die Nachricht gefunden zu haben. Und bist nun auf der Suche nach einem Pokémon-Buch? So ein Zufall, ich lese gerade so ein Buch. Der Name dieses Pokémons. Der Name des Buches lautet die Lebensweise von Floink. Sag bloß, die erste Begegnung in dieser Arena war auch mit einem Floink. Nein, was nicht. So ist es. Mit welchem Pokémon hast du am Eingang der Arena also gekämpft? Du findest im Bücherregal links von hier den entscheidenden Tipp. Eine geil volle Bücher zum Thema Pokémon. Die Lebensweise von Nagelopf. Möchtest du das Pokémon kurz überfliegen? Ja. Das Buch. Das Buch behandelt die Lebensweise und Eigenschaften des Nagelopfs. Es kommuniziert mit seinen Artgenossen mit Hilfe bestimmter Schweifbewegungen. So signalisiert ein Aufrichten des Schweifes beispielsweise, dass es einen Feind entdeckt hat. Oh. Zwischen den Seiten liegt ein Zettel mit einer Nachricht. Nun gut, das Rätsel war wohl keine große Herausforderung für dich. Lass uns also zum zweiten Rätsel kommen. Wenn im Inneren Flammen lodern, quillt aus dem Kopf viel Rauch. Auf welches Buch könnte dieser Hinweis wohl zutreffen? Ein kleiner Tipp, das Buch liest eventuell gerade jemand. Das wird doch das mit dem Floink sein, oder? Bist du das? Du hast also einen zweiten Zettel gefunden. Und du suchst nun wieder ein Buch. Was stand in der Nachricht? Wenn im Inneren Flammen lodern, quillt aus dem Kopf viel Rauch. Ich mach mal kurz Pause. Und da bin ich wieder. Ich lese ja gerade ein Buch über die Lebensweise von Floink. Ist das Buch, das du suchst? Ja. Bedauere, aber das ist falsch. In diesem Buch, die Lebensweise des Floinks, das ich gerade lese, steht, dass Flammen aus seiner Nase schlagen, aber nur Rauch herauskommt, wer es manchmal nicht so fit ist. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn im Inneren Flammen lodern. Quillt aus dem Kopf viel Rauch. Bei Lösung für dieses Rätsel handelt es sich womöglich um gar kein Lebewesen. Und deswegen quatsche mich so 1000 Jahre lang voll. Ich dachte, das wäre die richtige Antwort. Du Scheiße. Interessant. Aber du hast eine Nachricht gefunden. Du willst einen Blick in dieses Buch werfen? Was steht denn in dieser Nachricht? Ja. Ich lese gerade etwas über die Konstruktionsweise von Lokomotiven. Meinst du, dieses Buch ist das Rätsel der Lösung? Ja. Wow, das ist korrekt. Mit dem inneren Flammen quillt aus dem Kopf viel Rauch. Ja, natürlich, Lokomotiven. Naja. Ich mach mal wieder Pause, muss mal kurz was trinken. So, hier bin ich wieder. Sorry, dass ich so viel pausiere. Aber, naja.
Lange Aufnahmen erfordern lange Maßnahmen, also viele Maßnahmen. Dabei ist in der Tat von einer Lokomotive die Rede. Dann will ich dir das Buch mal überlassen. Vorher noch eine Kleinigkeit. Lass uns noch fix einen Kampf bestreiten im Namen der Forschung. Okay, Son Goku, mach den Platz. Forscherin Cindy. Ein Terrybar. Die Weiterentwicklung von Yorklef. So, Son Goku, Doppelkick. Ja, XR wichten vielleicht ein bisschen, aber nicht so viel. Einmal. Oh, Volltreffer, geil. Und Level Up, sehr schön. Ich hatte übrigens noch nie ein Kampf-Pokémon in meinem Team. Das ist jetzt dieses Mal eine Premiere. Hätte ich das mal mit einem Premierball fangen sollen. Gelesene Bücher stellt man zurück ins Regal. Das ist eine ungeschriebene Regel. Ein Regal voller Buch zum Thema Sachkunde. Ja, in diesem Buch dreht sich alles von Lokomotiven. Im Inneren einer Lok wird ein Feuer geschnürt, um das Gefährt mit der dabei entstehenden Dampfkraft einzutreiben. Dabei wird eine große Menge Rauch in die Luft geblasen. Auf der Rückseite klebt ein Zettel mit einer Nachricht. Echt super, dass du diese Zeilen gefunden hast. Da hat dich wohl der Ehrgeiz gepackt, was? Dann folgt nun bitte das dritte Rätsel. Es köchelt, dann backen. Ei, das wird schmecken. Was könnte das sein? Ein kleiner Tipp, das Buch steht näher am Eingang als dieses hier. Ich würde sagen, irgendein Kochbuch, ne? Da hatte meine Mutter unendlich viel. Oh, keine Ahnung. Ich schaue jetzt einfach mal. Ein Regal für Kinderbücher. Pokémon-Gebäck. Möchtest du das Buch kurz überfliegen? Ja. Das Buch beschreibt ein leckeres Gebäck, das mit Beeren gefüllt ist, die man zuvor lange in einem Topf hat köcheln lassen. Es wird gerne in der weit entfernten Sinnoh-Region hergestellt. Die Leckerei namens Knusp ist unter den Pokémon sehr beliebt. Oh mein Gott. Beim Nachwort liegt ein Zettel mit einer Nachricht zwischen den Seiten. Die bisherigen Rätsel haben also keine Hürden für dich dargestellt, dann eben ohne Umschweige gleich zum letzten Rätsel. Von diesem Regal aus zwei nach hinten, eins nach links, zwei nach vorne. Moment, muss man kurz einprägen. Okay. Was? Eins nach rechts und eins nach hinten. Ah, okay. Wo führt dich das hin? Mein einziger Tipp, du schaffst das sicher aus eigener Kraft. Ich glaube, das müsste die Serie sein, ne? Du hast also tatsächlich die letzte Nachricht und somit auch den Weg zu mir gefunden. Dann präsentiere ich nun noch ein Rätsel. Wird sich der Weg zur Rennleitung öffnen, wenn du gegen mich antrittst und siegreich aus dem Kampf hervorgehst, ja? Richtig, dann wollen wir mal loslegen, Trainer. Okay. Nach dem Kampf können wir gegen die Rennleitung kämpfen. Meine Siegeschancen sind zuversichtlich. Eine Herausforderung. Linda ist sie. Oh, meine Katze macht gerade wieder Scheiße. Na, und ihr wisst bestimmt, wie die heißt. Die heißt Gary. Das ist die Rache, weil wir Gary die Box abgelegt haben, oder? Nee, wir haben Gary dabei. Du, Gary, wenn du nicht bald Ruhe gibst, muss ich dich in den Kampf schicken gegen einen Hund. Das magst du doch sicherlich nicht, oder? Na egal, lass es Son Goku jetzt das Ganze machen. So, ich trete dieses Yorklef zu Brei. Und verkauf's irgendeinen Asiaten. Bam, bam. Bam, bam. Und tschüss. Jetzt Monster. Oh Mann. Okay, du wolltest nicht einen anders. Du willst kämpfen, Gary? Na los! Bitteschön! Was machst du da? Das müsst ihr jetzt sehen. Das macht er irgendwie bei einer offenen Schublade macht er jetzt einen Weg rum. Los, Geschlecht passt sogar. Wenn Gary das Pokémon besiegt, dann fress ihn Besen. Na komm, das ist nur Spaß. Ich spule es mal vor. Was hast du davon, Gary? Du wurdest besiegt. Ist das, was du wolltest? Son Goku. Schmeiß den jetzt gleich raus nach dem Kampf. Einmal, zweimal. So, tschüss. Oh, sieht so aus, als hätte ich verloren. Trotzdem, danke für den Kampf.
Es dauert jetzt nicht mehr lange, bis du vor der Arenaleiterin stehst. Hier ist das letzte Buch, nimm es doch mal in die Hand. Und erstmal schmeiß ich mal den Gary hier raus. Mach nur kurz Pause. So, ich habe jetzt das Philillo rausgeschmissen. Ein Regal voller Bücher zum Thema Pokémon. Die Lebensweise von Floink. Das hat man doch schon am Anfang. Oder hätte man gleich die letzte Lösung gleich am Anfang bekommen, oder? Wow, du hast es also tatsächlich bis hierher geschafft. Du hast somit nicht nur deine Stärke, sondern auch deine Klugheit bewiesen. Ich freue mich schon darauf, dir bald im Kampf zu begegnen. Beste Grüße, Arenaleiterin Alo. Klick! Unter dem Buch war ein Schalter verborgen. Uiuiui. Und ihr beobachtet mal die Bücher, die da oben sind, über dem Regal, die werden sich jetzt gleich, ja, die werden das gleich jetzt was machen. Warten Sie, fallen oben? Ist doch mal was. Und hier ist eine Treppe. Und da ist er auch schon, die Arenaleiterin. Hallöchen, deine Rätsel gingen mir ziemlich auf den Sack, weißt du das? So, jetzt rächt ich mich dafür, indem ich dich besiege. Reinspaziert, lieber Herausforderer. Ich bin Alo, die Direktorin des Museums von Septerna City und zugleich Arenaleiterin dieser hiesigen Arena. Ich werde mir gleich bei unserem Kampf ganz genau ansehen, wie sich deine mit viel Herzblut herangezogenen Pokémon so schlagen werden. Ein erster Kampf! Kevin vs. Alo! Und das erste ist ein Terry Bark, die Weiterentwicklung von, Nurkliff, habe ich ja erst schon gesagt. So, Son Goku. Fängt den Angriff, toll. Doppelkick. Bam, bam. Bam, bam. Oh, Bodycheck. Das ist eine starke Attacke. Jetzt kommt ein Trank, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ein Trank, ganz wie ich es gesagt habe. Aber egal. Bam, bam. Und bam, bam. So, und wir sind schneller, nehme ich an. Also nochmal. Bam, bam. Und tschüss. Und jede Menge Erfahrungspunkte. Und so ein Goku erreicht Level 17. Fußtritt. Boah. Stärke 60, Genauigkeit 100. Energiefokus weg. So. Und guck mal, das ist die Weiterentwicklung von Nagelotz. Selbst in einer Situation, ich sollte aufhören, diese schnell gelesenen Texte zu lesen. Und ich habe mich vertippt. Was für ein Scheiß. Was, so viel? Okay. Senkt sogar die Initiative, das ist ja gut. Oh, Heimzahlung. Fiese Attacke. Attacke wird stärker, wenn das vorherige Pokémon im Kampf besiegt wurde. Jetzt haben wir ein Problem. Ich hole jetzt mal das Illeceba raus. Schockwelle. Heimzahlung. Oh nein. Nicht schlecht, dieses Kokmada. Das kann etwas. So, Grasmixer. Mixen wir mal ein bisschen Gras. Ah, oh, hat überlebt. Nein, Hypnose. Schläft unser Pokémon ein. Finde ich auch sehr cool. Immer wenn es einschläft, immer wenn ein Pokémon eingeschläfert wird, seht ihr, wenn jetzt das Sprite in die Augen senken. Also, ich finde ich genial gemacht von den Machern. Ja, da hilft nur eins, ein Aufwecker. Und die Augen sind wieder offen. Finde ich echt lustig. Und jetzt Tackle, das müsste es gewesen sein. Und wir haben unseren zweiten Orden, den Grundorden. Oh ja, zwei Level abkriegt unser Efeuerserb. Nicht schlecht. Du hast etwas, du hast echt darauf. Ich bin beeindruckt. Faszinierend, unbeschreiblich, was deine Pokémon im Kampf so alles auffahren. Du bist ein würdiger Trainer, den Grundorden hast du dir wirklich verdient. Grundorden! Ah! Nummer 2 von 8.
Besitzt du zwei Orden, befolgen sämtliche Pokémon bis Level 30 deine Befehle. Ach ja, ich habe hier noch diese TM für dich. Einzahlung. Einzahlung sorgt dafür, dass deine Stärke sich verdoppelt, wenn in der Runde zuvor ein Pokémon deines Teams besiegt wurde. Setzt du diese Attacke geschickt ein, kannst du selbst damit starke Gegner besiegen. Schatz! Schatz, Hilfe! Es ist etwas ganz Furchtbares passiert. Diese Kerle von Team Plasma wollen den Draco-Schädel stehlen. Was? Das darf wohl nicht wahr sein. Kevin, du kommst am besten auch gleich mit. Nein, ich muss speichern. Ich will den Part beenden. Okay, dann schauen wir im nächsten Part nach, was Team Plasma vorhat. Bis dann, Servus!